Thank you.
ist halt sehr esoterisch und ja, das ist das, glaube ich, eher was, was die kritisch das, macht. Ich habe das Gefühl, dass der Leute abzockt, ja, mit eigentlich mit einem, wo die vielleicht. Aber da ist bei weitem nicht so viel Geld drinnen enthalten bei der Abzocke, wenn es eine wäre, wie es die Wirtschaftsmächte mit uns machen. Da ist so viel mehr Geld im Spiel, wo es brach liegt. Da liegen Billionen. Aber ich rede jetzt von dem Typen, weil ich kann nicht ständig hin und her springen und sagen. Aber da können wir jetzt sagen, ob es sicher so ist, was? Aber du weißt es nicht sicher. Ich muss mir mal eins anschauen. Ich schaue mir mal die Homepage an. Denke mal, der Text kommt mir bekannt vor, der was da auf der ersten Startseite ist. Mhm. Willkommen in der neuen Welt, alles ist schön und alles wird super. Das ist auf hunderten von Homepages. Ja. Und dann wieder so Sachen wie der Engel Gabriel, der da Channeling durchgibt, ja, und so Scheiße einfach, weißt du? Ja, schau her. Schau dir einfach nur an, was der Mensch für ein Message hat, ja. Und ob das Geld bei dem aussieht oder das, ist nebensächlich. Es geht nur um die Message. Ja, es geht ums Motiv. Motiv ist ja auch gut, was er hat, weißt du? Es geht darum, dass die Menschheit sich vereint in Frieden und Akzeptanz, wo jeder sich nicht auf die Füße tritt. Nein, das ist nicht sein Motiv. Das ist sehr wohl das, was er aussagt. Du glaubst, du tust was jetzt sagen, das könnte, er sagt das, aber ich glaube es ihm nicht, das sagst du. Du musst schon zugeben, dass er das sagt, was ich sage, aber du glaubst das nicht. Nein, das ich glaube, dass er ein anderes Motiv hat, als er vorgibt. Ich weiß eins, die Politiker, die was die meisten Leute da wollen, die weiß ich hundertprozentig, was Scheiße bauen. Nein, das ist dasselbe Thema. Die machen auch Kohle, aber wirklich Kosten des ganzen Volkes. Weißt, nicht nur ein paar, die am Fasching seine Bier verkaufen. Und da weiß ich 100%, dass die Scheiße bauen, was man beim Fasching nicht sagen kann. Ja, das kann man nur vermuten. Das kann man nur vermuten. Politiker, die sind. Das ist ein Zusammenhang die jetzt. Beeinflussen die reale Welt irgendwo. Doch. Also die haben doch relativ viel Macht. Ich kann ja verstehen, dass du mit sich in spirituellen Sachen nichts anfangen kannst, weil du vielleicht da keine Erfahrungen hast, weißt du? Das ist das meiste Problem. Ist ein Teil von. Du, ich habe selbst Engelerfahrungen. Wir sind selbst Engel schon erschienen. Wir sind außerirdische erschienen, weißt du? Ich weiß, von was der Fasching redet, und ich weiß, dass er es ehrlich meint. Und ich weiß, dass er mit dem Geld, was er da kriegt, viel Gutes macht, weißt du? Genauso wie es der Ivo Sasek tut, von der AZK. Der wird auch verrufen als Sektenführer. In Wirklichkeit erklärt der Menschen auf und das Geld, was er verdient, das wird alles in Projekte wieder eingeschickt, was der Menschheit dient. Du musst immer anschauen, was für Messages hat er und was für Taten vollbringt der Mensch. Und wenn man dann die Unterscheiden zwischen Politiker und Fasching, was man sehr wohl zusammensetzen kann, ist das, dass der Fasching bis jetzt nichts heuchelt, sondern auch das vorlebt, von dem er redet, und die Politiker nicht. Ja, glaub mir's. Die Zeit ist jetzt endlich reif dafür. Ja, ich weiß überhaupt nichts mehr. Also, das ist die beste Voraussetzung. Ja. Für Zufriedenheit. Aber zumindest das, was ich mir angeschaut habe, kritisch, was den Fasching betrifft, das ist nichts. Ja. Weil ich das einfach. Jetzt kannst du zum Beispiel einen Franz Hörmann auch nicht mehr halten, weil ich jetzt auch mit Außerirdischen anfangen, was er vorher nie da hat. Da haben auch Leute gestaunt. Aber man braucht eh nichts wissen, man braucht nur eins tun. So gut leben selbst, wie man noch kann, und kann auf die Füße treten. Aber auch dafür einstehen, was man vertreten möchte. Und ansonsten, Leute können einer reden, was sie wollen. Ich zähle die Daten. Jetzt sind wir da und jetzt schau ich mal, was da passiert. Ja. Weil das ist. Viele Leute sind da. Das ist also eine Erfahrung, die ich machen kann. Ich schaue, welche Leute das da sind. Ein Haufen sind da, gell? Ja, viel junger. War letztes Mal ja auch schon so viel. Also die Farbe Schwarz ist dominierend. Und wie eine Beerdigung, gell? Ja. Ich schaue mir das halt an, was die jungen Leute zum Sagen haben.
schaue, dass ich auf meine eigenen Beine stehe. Ja. Und mehr braucht man eh nicht tun. Ja, es überrascht mich, dass viele Leute da sind. Das überrascht mich schon, aber auf jeden Fall vom Altersschnitt her. Naja, als Hacker, als der zukünftige Hacker. Das Scherz am Rande. Das hat ja auch Bedeutung. Gott sei Dank. Das muss halt jeder. Aber ich denke, ein paar Geheimpolizisten sind auch da. Kann nicht alles wirklich teilnehmen. Geheimpolizisten? Ist sicher. Ja klar. Die haben sogar nette Geräte dabei. Ja, ist der da? Hast du gesehen? Mhm. Wo? Irgendwo da drüben. Film da irgendwo. Da filmen wir mal mich als unbeteiligten Beobachter. Also ich bin jetzt der Stefan Siemader. Ich bin jetzt kein Teilnehmer von der Demo, sondern ich bin ein unbeteiligter Beobachter. Und ich sehe, dass irrsinnig viele Leute da sind. Der Altersschnitt liegt so bei, ich sage mal, 18 wahrscheinlich. Also die jungen Leute lassen sich da mobilisieren. Ich schaue jetzt weiterhin zu als unbeteiligter Beobachter und werde dann schauen, was das meine Meinung werde ich mir darüber geben. Kannst du vielleicht sogar schon sagen, warum es um ACTA eigentlich wirklich geht und hast du da eigene Meinung? Nein, ich weiß nur, dass da um ein Abkommen zwischen vielen verschiedenen Ländern geht. Also die großen Länder halt, USA, EU, Asien und die großen Länder wollen da ein Abkommen machen, um angeblich die Piraterie einzuschränken. Aber viele Menschen fühlen sich da eingeschränkt in ihrer Meinungsfreiheit, was das Internet betrifft. Und deswegen wird da demonstriert. Und hast du Bedenken persönlich über ACTA? Ne, schon, ja. Also ich habe schon auch Bedenken. Weil das Internet eigentlich ein freies Medium bleiben soll. Und da die Service Provider dann da einbinden, dass sie alles kontrollieren, das ist einfach unmöglich. Ja. Das geht nicht, aber ich weiß es nicht. Grundsätzlich bin ich auch dagegen. Mal kurz unterbrechen. Ein Briefträger darf auch nicht einfach den Brief reinschauen. Ja. Wieso sollte dieser Provider noch dürfen? Das passt nicht. Ja, so ein Stasi. Methoden, das ist. Aber natürlich vermischt sich das dann alles auch mit anderen Interessen, die Anonymous wieder verfolgt, dass sie irgendwie gegen das Establishment sind. Und das vermischt sich dann irgendwo. Man ist einfach dagegen. Ja? Und wenn man wo dagegen sein kann, dann ja, interessiert das manche Leute einfach nur aus dem Grund, weil es eben gegen etwas ist. Das ist natürlich auch möglich und da vermischt sie dann das alles. Wahrscheinlich. Bei mir selber vermischt sie auch alles. Ich muss auch erst schauen, ob das was ist für mich. Richtig. Danke. Soundcheck. Ja. Danke, dass du mich am Thema drehst. Ja. Manuel. Gut. Ja, wir sind's gemerkt.
Viel Spaß. Viel Spaß.
kennt man mich. Der kennt mich. Ich glaube, wir haben das Herz erkannt. Das kann nicht sein. Ja gut, du musst aufs Hotel hoch darauf schauen, von oben schwimmen. Ah, ja, ja, geht so viel, ne? Ich habe es erst auf der Aufnahme gemacht, aber jetzt sind noch mehr Leute. Ja. Weißt du, wie lange noch da sind jetzt? Oder? 14 Uhr ist der Platz, zum Beispiel der Platz. Eigentlich schon, ja. Ja. Wahrscheinlich gehen sie dann erst um 3 los oder so. Keine Ahnung. Dann werden sie um 17 Uhr noch in der Residenzplatz sein, oder? Ja, ich glaube, 16 Uhr war es ja normal. Ja, ja, kann sein. Schau, da siehst du in die ganzen Balkone rein. Du bist schon wieder bei ihr. Jetzt weiß ich, warum es Edgar abgeschaffen ist. Edgar? Ja. Meinst du jetzt die Demo oder Edgar an sich? Edgar an sich. Ach so. Weißt, ach vielleicht so. Beim Balkon spionieren auch noch. Gehört alles zusammen. Ach so. Du hast ja nicht einmal mehr ein Kochrezept, was du in einem Kurs gelernt hättest, um deinen Freunden zu sagen. So weit geht der Edgar. Aber glaubst du, dass Edgar eine andere Seite auch noch hat, nämlich dass die Wirtschaftsleute einfach auch die Piraterie, wie sie das nennen, oder sagen wir mal die Abschaffungen, Bekämpfung. Naja, sagen wir mal das, dass man keine Lizenz erwirbt, wenn man halt irgendeinen Inhalt bekommt, ja, zum Beispiel irgendeine Musik. Und dafür eben keine Lizenz kauft und das trotzdem bezieht über das Internet, das sind sie ja dagegen. Weil sie sagen ja, sie haben das produziert, sie haben Geld investiert und sie wollen nicht, dass Leute den Inhalt zu dem Inhalt dazukommen, ohne dass sie dafür zahlen. Es wird einfach falsch gefördert. Wenn ein Künstler oder Wissenschaftler was Gutes abliefert, muss der Staat dafür eben die Mittel geben, dass er das weitermachen kann. Und ein Künstler verdient, wenn er gute Fans hat, sowieso normal an den Konzerten genug. Und dann bei wissenschaftlichen Sachen, wo schon privatisiert wird oder monopolisiert, dann die Schubladen verschwinden, das passiert leider Gottes. Weil darum ist privatisieren und monopolisieren, was auf Deutsch ja berauben heißt, privati. Das ist ein lateinischer Ausdruck. Fördern müssen wir anders da machen, Gesetze für Förderungen. Doch Wissen und Kunst sollte Menschen frei sein. Weil ohne dem, nur weil ja jeder Künstler hat sich nur so entwickeln können, aufhand von anderen Künstlern, weil er ihn kopiert hat. Ohne Kopie gibt es keinen Fortschritt. Mhm. Ja, Inspiration, oder? Ja.
Wenn es alles verbietet, darf dann da die Art nicht nur dieselbe Musik nachmachen, sondern auch die Genre von Musik, dann gibt es nichts mehr bald. Mhm. Anders der gefördert gehört einfach, wenn einer was leistet. Kommen über alle Köpfe hinweg machen wollen, dann fühlen sich halt viele Menschen ausgeschlossen von der Entscheidung und sie haben das Gefühl, dass über sie entschieden wird, ohne dass sie überhaupt nur irgendwie an Muck sagen können. Ja, dass keine Transparenz da ist. Es ist wie in einer Diktatur geheim wird. Aber glaubst du nicht, dass es viele solche Abkommen gibt und das ACTA ist halt jetzt so eine Präsenz? Ja, da gibt es tausende. Schon auch der Codex Alimentarius. Der hat 27 Komitees allein schon. Wo es um das Regelwerk der Ernährung nennt sie das auf Deutsch. In Wirklichkeit geht es darum, wie man den Menschen kränker macht, vergiftet und das Geld abgluckst. Da gibt es einen Haufen solche Sachen wie ACTA. Bilderberger Treffen, Trilateralen Treffen, Club of Rome Treffen, die Council for Aid of Affairs Treffen, Lions Treffen, Freimaurer gehören auch dazu. Aber die Fragen, was ich zähle, sind alles politische Ding. Aber die Lions zum Beispiel, die treffen sie ja offen, und die haben die ja kennt so Standard. Ja. Da haben wir gesagt, die letzten Freimaurer und Lions, die sind andere, aber die, was ich da vortrage, das sind Geheimorganisationen von der Politik und Wirtschaft. Die Medien dürfen das Wort nicht einmal benutzen in öffentlichen Nachrichten. Sonst wird er sofort gekündigt. So. Dass wir uns nicht täuschen lassen. Wir müssen klar machen, dass wir uns nicht beruhigen lassen durch irgendwelche Meldungen von EU-Politikerinnen, von österreichischen Politikerinnen, die uns täuschen wollen. Es wäre ohnehin alles nicht so schlimm. Sie wüssten nicht, was sie unterschrieben hätten. Wir durchschauen dieses Spiel. Wir leben in unserem Land so eben, wie viel Dreck hochkommt, wenn ein oder zwei Sitzungen im Sumpf der Korruption herumstochern. Wir brauchen noch einen Untersuchungsausschuss. Es ist geradezu absurd. Man will uns klar machen, dass der Download von irgendwelchen Files, das Kopieren von irgendwelchen MP3s ein Verbrechen wäre. Aber der Raub unserer Grundrechte ist das eigentliche Verbrechen. Deswegen müssen wir ganz laut dagegen aufstehen. Wir müssen allen politischen Verantwortlichen, die diese Geheimverhandlungen geführt haben, eindeutig die rote Karte geben. Dann wäre da noch die Kopierindustrie. Sie wollten uns in diesen Geheimverhandlungen hintergehen. Diese Lobbyisten machen weiter. Sie benennen die Projekte um. Sie wollen uns mit einer oder anderen ruhigstellen. Aber wir durchschauen dieses Spiel mit diesen willfährigen Politmarionetten. Sollen Gesetze beschlossen werden, die uns der Grundrechte berauben. Auch für diese Lobbyisten eindeutig die rote Karte. Bravo! Darf man kurz ein Wort ausreichen, ich darf nicht sein, wer kann sich vorstellen, dass jemand auf frischer Tat ertappt wird? Jemand wird ertappt, wie er andere beraubt und bestiehlt. Nämlich die Industrie und die Politikerinnen stehlen uns die Grundrechte. Und die sollen jetzt weiter für unsere Rechte verhandeln können. Alle, die an diesen Verhandlungen beteiligt waren,
sollen zurücktreten müssen, sollen aus ihren Ämtern raus, sollen aus ihrem Büro raus. Wir akzeptieren deren Vertretung nicht mehr. Rote Karte. Jetzt kommt der Kaiser, oder? Attentat kein Einzelfall. Mit Sipa, Pipa oder Hybrid will man uns die Freiheit und das Recht auf Informationen stehlen. Überwachung wird immer häufiger. Ab 1. April tritt die VDS in Kraft. Das heißt, man speichert von wo du mit wem, wie lange, telefonierst oder SMS schreibst und von wo aus, welche Seiten, wie oft im Internet anklickst. Viele Menschen wissen nichts über diesen neuen Umgang mit ihren Daten. Wir, das Volk, werden nicht informiert über die Pläne der Regierung. Somit passiert alles im Hinterzimmer und viele der Beteiligten sind nicht einmal gewählte Volksvertreter. Deshalb fordern wir in Zukunft eine transparente Gesetzbildung in Österreich und in der EU. Wenn österreichische Politiker solche Verträge wie ACTA unterzeichnen, muss die Bevölkerung vor dem Unterzeichnen informiert werden. Und wenn über das Netz etwas bestimmt wird, dann nur mit uns. Und die EU-Kommission muss mit uns verhandeln. Offen, transparent und nachvollziehbar. Nicht hinter verschlossenen Türen. Nicht mit einigen nicht gewählten Vertretern von großen Konzernen. Sondern mit uns. Denn wir sind das Netz. Wir müssen unsere Stimmen gegen dieses korrupte System erheben. Und das lassen wir uns nicht verbieten. Auf der Straße, daheim, am Arbeitsplatz, im Internet. Sie wollen das Internet kontrollieren, damit sie bestimmen können, was wir wissen dürfen. Aber wir sagen, Wissen muss frei sein. Die von den Mächtigen verschuldeten Missstände, die von ihnen begangenen Verbrechen, sollen nicht verborgen bleiben. Sie wollen die Wahrheit verschleiern. Sie wollen die Probleme unseres Planeten verschleiern. Probleme wie zum Beispiel, dass alle 3 Sekunden ein Kind an Hunger, Durst oder am Mangel einfachster Medikamente stirbt, dass unsere Umwelt ruiniert wird, dass die Maßnahmen, die sie dagegen einsetzen, lediglich aus Phrasen bestehen, dass unsere Lebensmittel immer mehr von Giften verseucht werden, dass immer größere Landstriche ausprofitieren, wie zum Beispiel die Regenwälder, zerstört werden, dass wir nicht mehr in einer Demokratie, sondern in einer Parteiendiktatur leben, in der multinationale Konzerne und Banken das Sagen haben. Aber durch die Vorratsdatenspeicherung und durch ACTA zeigen sie auch, dass sie Angst vor uns haben, dass wir mächtig sind, dass wir etwas verändern können. Ja, wir werden etwas verändern, wenn wir alle hinzustehen und wir sagen, nein zu ACTA, nein zu VDS, nein zu Zensur. Gemeinsam wollen wir etwas verändern. Die Zeit ist gekommen. Wir sind Anonymous. Wir sind viele. Nur nicht. Wir sind.
Jetzt wird die Veranstaltung groß. Yeah.
Thank you.
Jungs für die Unterstützung via Twitter und Facebook. Viele, vor allem junge Menschen, haben uns ihre Hilfe angeboten und uns da kräftig unterstützt. Wir setzen hier und heute ein lautes, aber friedliches Zeichen gegen ACTA, Internetzensur und Überwachung. Leider ist ACTA kein Zufall. Wenn Sie PAN, PIPA oder Hybrid helfen, uns die Freiheit und das Recht auf Informationen schämen. Überwachung wird immer häufiger. Ab 1. April tritt die VDS in Kraft. Das weiß man speichern. Von wo, mit wem, wie lange, wer telefonierst oder SMS schreibt und von wo aus, du welche Seite, wie oft im Internet anklickst. Viele Menschen wissen nichts über diesen neuen Umgang mit ihren Daten. Ja, das Volk werden nicht informiert über die Pläne der Regierung. So wie passiert alles im Hinterzimmer. Und viele der Beteiligten sind nicht einmal gewählte Volksvertreter. Deshalb fordern wir in Zukunft eine transparente Gesetzbildung in Österreich und in der EU. Wenn österreichische Politiker solche Verträge wie ACTA unterzeichnen, muss die Bevölkerung vor dem Unterzeichnen informiert werden. Und wenn über das Netz etwas bestimmt wird, dann nur mit uns. Die Politik und die EU-Kommission muss mit uns verhandeln. Offen, transparent und nachvollziehbar. Nicht hinter verschlossenen Türen. Nicht mit einigen nicht gewählten Vertretern von großen Konzernen. Sondern mit uns. Denn wir sind das Netz. Wir müssen unsere Stimmen gegen dieses korrupte System erheben. Und das lassen wir uns nicht verbieten. Auf der Straße, daheim, am Arbeitsplatz, im Internet. Sie wollen das Internet kontrollieren, damit sie bestimmen können, was wir wissen dürfen. Aber wir sagen, Wissen muss frei sein. Die von den Mächtigen verschuldeten Missstände, die von ihnen begangenen Verbrechen, sollen nicht verborgen bleiben. Sie wollen die Wahrheit verschleiern. Sie wollen die Probleme unseres Planeten verschleiern. Probleme wie zum Beispiel, dass alle 3 Sekunden ein Kind an Hunger, Durst oder am Mangel einfach an Medikamente stirbt, dass unsere Umwelt ruiniert wird, dass die Maßnahmen, die sie dagegen einsetzen, lediglich Phrasen bestehen, dass unsere Lebensmittel immer mehr von Gift verseucht werden, dass immer größere Landstriche ausprofitieren, wie zum Beispiel die Regenwälder zerstört werden, dass wir nicht mehr in einer Demokratie, sondern in einer Parteiendiktatur leben, in der multinationale Konzerne in das Sagen haben. Aber durch die Vorratsdatenspeicherung und durch ACTA zeigen sie auch, dass sie Angst vor uns haben, dass wir mächtig sind, dass wir etwas verändern können. Ja, wir werden etwas verändern, denn wir erheben unsere Stimme und wir sagen Nein zu ACTA, Nein zu VDS, Nein zu Zensur. Einsam können wir etwas verändern. Die Zeit ist gekommen. Wir sind Anonymous. Wir sind viele. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns.
ihr so zahlreich erschienen seid, dass ihr mit uns mit demonstriert habt. Und danke an den Mohammed Pony, der das alles organisiert hat. Auch noch von meiner Seite ein Dankeschön für euer zahlreiches Erscheinen. Und jetzt lassen wir das noch ganz sauber ausgehen. Ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg. Danke sehr. Das sind mehrere gewesen. Ja. So, jetzt noch schön Salzburg Eintrag. Fiaker. Stop Acta, Fiaker.